Ja, hallöchen, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Read My Fanfics, Digimon New Generation, und zwar jetzt mit Kapitel 6. Wir haben nur noch zwei Kapitel vor uns, ein ganzes und ein Zehntel, 10%, dann haben wir den Kram hier durch. Ja, das ist mal beim Stecken geblieben bei Genomon. Wir sind jetzt in dieser komischen Villa, also unsere Freunde, unsere Digi Ritter, und rat mal, was jetzt passiert, wie das Kapitel heißt. Gefangen. Ja, klar, ne? Mark wachte im Licht der Morgensonne auf. Er hatte schlecht geschlafen, weil er erst alles hatte verarbeiten müssen, was er erlebt hatte. Irgendwie hat der Junge immer alles zu verarbeiten, ne? So verrückte Tage wie die letzten beiden hatte er noch nie erlebt. Erst jetzt in einem fremden Haus unter der Aufsicht eines Djinn-Digimons begriff er, wo er war. Mein Gott, er war in der Digi-Welt. In der Welt, von der er schon so oft geträumt hatte und in die er wollte. Er stand unter Schock. Irgendwie hatte das irgendwas verhindert, als er daher angekommen war. Agumon regte sich neben ihn und schlug die grünen Augen auf. Es fuhr sich mit der Klaue wieder Augen, um die Müdigkeit wegzuwischen, und setzte sich dann auf. Jetzt bemerkte es, dass Mark auch auf war. Mark, du bist auch schon wach. Wollen wir was essen gehen? Ich hab Hunger, sagte es. Mark rieb sich auch die Augen und stand auf. Er reckte sich, ging zum Waschbecken und wusch sich das Gesicht mit kaltem, frischem Wasser. Danach trocknete er sich das Gesicht mit einem weichen, flauschigen Handtuch ab. Als er fertig war, drehte er sich zu Agumon herum, dass sich eine freche Bemerkung nicht mehr kneifen konnte. Ich mich heute in einer Tür verlese, ey. Ich lese das ganze Kram irgendwie auch schon seit einer Stunde. Endlich fertig mit der Maniküre, fragte es gehässig, und die Schadenfreude blies in seinen Augen auf. Mark seufzte nur und stupste es freundschaftlich in die Seite. Erstaunlich, wie sehr sich Mark in den zwei Tagen mit dem Digimon angefreundet hatte. Wenn man in so kurzer Zeit alles bewerkstelligen konnte, je länger er darüber nachdachte, desto mehr fand er, dass Agumon wahrlich sein Freund war und kein bloßer Partner. Agumon musste es bemerkt haben, dass Mark über das nachdachte, denn es tat jetzt etwas, das so gar nicht zu seinem sonstigen Wesen passte. Es umarmte Mark und schmiegte sein Gesicht an seine Brust. Das klingt irgendwie voll gay, aber egal. Agumon, was ist denn in dich gefahren? Stotterte Mark verlegen. Doch er legte trotz seiner Arme um Agumon. Nein, das ist übrigens jetzt nicht zweideutig gemeint oder so ein Scheiß. Das ist nur freundschaftlich gemeint. Seine Haut war schuppig, aber warm. Als würde sie von innen gewärmt. Doch dann war der Augenblick vorüber und Agumon löste sich aus der Umarmung. So, geh mir nun, fragte es wieder im gewohnheitsmäßigen, schroffen Ton. Doch Mark entdeckte eine Freudentrin in einem seiner Augen. Mark ging zur Tür und versuchte, sie zu öffnen. Doch es ging nicht. Sie war abgeschlossen. Er rüttelte an der Klinke, doch sie ging trotzdem nicht auf. Mark sah nach dem Schlüsselloch. Kein Schlüssel steckte drin. Genomon musste sie eingesperrt haben. Mark sackte gegen die Tür und setzte sich auf den Boden. Wir hier sind eingesperrt, Agumon, flüsterte er. Wow, was ein Captain Obvious. Agumon trat ein paar Schritte nach hinten. Mark, bitte zur Seite. Sagte es. Mark wich Agumon aus und Agumon sammelte Feuer in seinem Körper. Als sein Kopf hochrot war, rief es. Ja, ich muss übrigens gerade mal sagen, es ist sehr schwierig, da ich jetzt mit der Tonhöhe arbeite, trotzdem die normale Stimme zu verwenden und nicht Agumons hohe, kratzige, also die, wo ich die Stimme verstelle. Aber na gut. Debbie Burner! Und ein Feuerstrahl kam aus seinem Maul, der direkt auf die Tür zuschoss. Doch bevor der Strahl auf die Tür treffen konnte, baute sich ein blaues Netz vor sie auf, das den Feuerstrahl zurückwarf. Der Strahl breite gegen Agumon und schleuderte es gegen den Nachttisch. Agumon! Rief Mark und lief zu seinem Partner hinüber. Agumon stöhnte leise und hob ein Auge. Es geht schon. Mann, kann die eigene Attacke ätzend sein, sagte es und rappelte sich auf. Da erklang eine gedämpfte Stimme aus dem Nebenzimmer, welches rechts lag. Mark, Agumon, alles in Ordnung bei euch? Fragte Agumon. Ja, das Gedämpfte ist sehr improvisiert, aber egal. Mark lief an die Wand und rief zurück. Wir wurden eingesperrt. Genomon hat außerdem die Tür mit einem Abpreissystem gesichert. Wie sollen wir hier rauskommen? Weiß ich nicht, aber irgendwo muss es einen Ausgang geben. Vielleicht einen geheimen Tunnel oder sowas.
rief Yamato zurück, weil ja auch in jedem Zimmer ein geheimer Tunnel ist. Das brachte Mark auf eine Idee und er wies Agumon an. Durchsuch den ganzen Raum und lied ihn nach so kleinen Nischen nach einem Schalter oder Hebel. Agumon wollte erst protestieren, doch Mark wies es mit einer scharfen Bemerkung zur Richtung. Am Ende gehorchte es doch. Sie begannen systematisch den Raum zu durchsuchen. Die beiden durchwühlten den Schrank und die Kommode, fanden dort aber nichts. Danach schoben sie den Teppich zur Seite und dort war ein versteckter Schalter. Das ging aber schnell, rief Agumon. Habt ihr was gefunden? Fragte Yamato. Ja, ein Schalter unter dem Teppich, sagte Mark. Danach hörte er, wie er das Nebenzimmer zur Seite geschoben wurde und ein überraschter Ausruf folgte. Das war wirklich was, rief Yamato. Sie betätigten den Schalter. Auf einmal bewegte sich der Boden und sie mussten zur Seite springen, um nicht in die Tiefe zu stürzen. Agumon konnte nicht rechtzeitig ausweichen und fiel ein Stück nach unten. Er schrie erschrocken auf und hielt sich im letzten Moment am Rand des Bodens fest. Mark schüttelte nur den Kopf und half ihm nach oben. Nun schoben sich, wie vom Geisterhand bewegt, Treppenstufen nach außen. Eine nach der anderen, bis das Dino und Digimon und sein Partner ein Klick hörten und nach unten sahen. Der Schacht war so tief, dass die beiden den Grund nicht sehen konnten. Da schrie Mark auf, denn ein Fledermaus-Schwarm flog nach oben. Besser gesagt, es waren drei Digimon, die Fledermaus ähnelten. Der Digi-Analyse-Hierarchie reagierte wieder. Batmon. Typus Datei. Level Child. Fledermaus Digimon. Attacke Ultrasonic. Ja, Ultrasonic habe ich vielleicht ein bisschen bescheuert betont, aber egal. Die Batman versammelten sich auf der Lampe und schrien ohrbetäubend. Eine schwang sich hinunter. Iron machte sich derweil zum Kampf bereit. Wir werden euch nicht durchlassen, schrie das Batman mit schriller Stimme. Mark musste sich die Ohren zuhalten, so hoch wie er war sie. Wir werden durchkommen, das versichere ich euch schon, sagte Agumon, denn dem die hohe Stimme anscheinend nichts auszumachen schien. Da muss mal ein Kampf her, schrie das andere Digimon. Gut, ich werde euch sowieso so dicke Eiern machen. Dass du dich da mal nicht täuscht, schrie das Fledermaus Digimon zurück. Der Kampf begann. Zuallererst schleuderte Agumon eine Babyflame auf eines der Batman, das geschickt auswich. Batman! Das gegnerische Digimon startete eine so eine Attacke. Wir gingen das Batman! Und ich habe die Serie nie geschaut. Ultrasonic! Rief es und etwas wie Wellen kam aus seinem Maul, die Agumon erfassten. Dieses ging in die Knie und ließ seine Hände an die Ohren. Es hatte die Augen zusammengekniffen, sowie die Zähne und stürmte noch dazu. Die Lautstärke war unerträglich. Es war, als reiße jemand Agumons Trommelfell. Er schrie gepanicht auf. Da tat Mark etwas sehr Riskantes und auch Törichtes. Er griff das Batmon an und verpasste ihm einen Schlag, der es um einen Meter weit in die Decke trommeln ließ. Voll Markus-like, also voll Masaru-like. Digimon Savers. Niemand tut Agumon was, kapiert? Schrie er und ballte die Fäuste. Wow, voll Akku. Agumon richtete sich wieder auf und sah Mark dankend an. Vielen Dank, murmelte es. Mark nickte ihm und sagte, verpasst diesen Fledermäusneine. Agumon nickte ebenfalls und griff sie gleich wieder an. Mark zog eine Karte durch das Digivice-Card. Card Slash Firepower Up A, rief er. Diese Karte würde Agumons Feuerbälle um einiges gestärkt. Ich muss ein bisschen was von Tabas, ne? Agumon spürte neue Kraft und sprang ein wenig in die Luft. Kutschu Baby Flame! Das soll wahrscheinlich Every Baby Flame heißen, denke ich mir mal. Rief es und feuerte eine Seife von Feuer auf die drei Batman. Ich kann leider nicht so gut Japanisch, deswegen. Eines wurde getroffen und löste sich in Daten auf. Die anderen wichen schnell zur Seite aus. Body Shack! Rief eines und versuchte Agumon schon mit seinem Körper seitlich zu rammen. Dieses jedoch wich aus und schlug mit seinem Rasiermesser scharfen Klauen nach dem Feind. Das Batmon ging ins Boden, wo es sich auflöste. Kinderspiel, grinste Agumon und passte einen Moment nicht auf, wodurch es getroffen wurde und ein Stück nach hinten taumelte, auf den Dachschrank zu. Jetzt reicht's! Falsche Stimme. Jetzt reicht's! Mark, die Battlehawk-Karte! Rief es und Mark zog die gewünschte Karte durch den Slasher. Card Slash, Battlehawk! Rief er und in den Händen von Agumon materialisierte sich eine große eiserne Schreitaxt. Das Dino-Digimon schrie auf und stürmte auf das letzte Verbleiben der Batmon zu.
Er versuchte, das Fledermaus-Digimon mit der Streitaxt zu treffen, was ihm auch fast gelang, doch im letzten Sekundenbruchteil reagierte es und wich aus. Agumon fluchte und schlug nun nach rechts aus. Letztendlich traf es Batman und dieses löste sich wieder in Datenreste auf. Agumon jaute vor Siegesfreude und sprang in die Luft, während sich die Streitaxt in Luft auflöste. Wir haben es geschafft, Mark! Rief es und tanzte freudig um Mark herum. Mark war zwar auch begeistert, hielt, zügelte sich aber. Mensch, Agumon, gehst vielleicht auch ein wenig lauter? Vielleicht hören uns sogar noch andere Digimon, die da unten lauern, schellte er seinen Partner. Agumon verstummte abrupt und zuckte mit den Schultern. Na gut, wie du willst, nuschelte es. Mark ging hinüber an die Wand, wo auf der anderen Seite Yamatos Zimmer lag. Yamato, hörst du mich? Rief er. Prompt kam die Antwort. Ja, habt eben gekämpft. Und was waren das für Digimon? Ich musste mir die Augen zuhalten, weil die so fürchterlich geplärt haben. Es waren Batman, antwortete Mark ihn. Batman? Scheint ein neuer Digimon zu sein, sagte Yamato. Bei uns ist eine Trippe zum Vorschein gekommen, als ich ein Katzenhaar herunterdrückte. Gabumon und ich gehen jetzt runter. Vielleicht finden wir einen Größen, wo wir es treffen können. Dann hörte man Schritte auf Teppich. Danach änderte sich der Klang, als ich Yamato umsteig. Also bis gleich, rief er, nun deutlich gedämpft. Mark atmete tief durch und schloss für einen Moment die Augen. Er beruhigte sich auf diese Weise immer. Als er die Augen öffnete, war um einiges entspannter als zuvor. Mark ging auf die Treppe zu und sagte zu Agumon, lass uns losgehen, je weniger Zeit wir hier verbringen, desto besser. Agumon nickte drauf und ging voraus. Sie stiegen die Treppen hinunter. Das letzte bisschen Licht vom Eingang des Geheimganges verschwand schnell und eine unheimliche Stille legte sich über die beiden. Mark wagte kaum zu atmen. Tiefer und tiefer stiegen sie, so lange, bis Mark glaubte, sie würden in den tiefsten Schlund der Hölle hinabsteigen. Doch dann sah man ein mattes, gelbes Licht, wie von einer Fackel oder etwas ähnlichem. Der Junge und sein Digimon mussten die Hände von Pfoten schützend über die Augen legen, so ungewohnt war das Licht nach der ewigen Dunkelheit. Sie kamen unten an und hatten sich an das Licht gewöhnt. Agumon und Mark senkten die Hände von den Augen und erblickten einen breiten Gang, der zwei Treppen aufging, auf der rechten Seite besaß. Aus allem waren sie gekommen. Die einzigste Fackel im Raum brannte rußend und gab nicht viel Licht ab. Vor ihnen stand Yamato mit Gabumon an seiner Seite. Mark, du hast aber lange gebraucht, rief er und ging auf Mark zu. Mark sagte, der Weg muss länger gewesen sein als eurer. Was hat ihn in der Zwischenzeit getrieben? Nichts. Gewartet, lachte Yamato, beruhigte sich aber sofort wieder. Lass uns mal weitergehen, sagte er und nahm die rußende Fackel in die Hand. Die können wir sicher gebrauchen. Sie marschierten los. Der Gang wollte nicht aufhören, denn er streckte sich. So kam es mit Teenagern und ihren Digimon vor über Meilen. Ah, wann hört denn der Tunnel mal auf? Das wird schon irgendwann passieren, Agumon, sagte Mark entnervt, da das schon eine Weile ging. Agumon schwieg jetzt. Schließlich, nach Stunden, so schätzte Mark, hörte der Tunnel tatsächlich auf. Wie groß ist denn diese bescheuerte Villa eigentlich? Er endete in einer steinernen Treppe. Die Stufen waren schon abgewetzt. Das verriet, dass einige Digimon diesen Tunnel benutzt hatten. So. Die Kinder blieben stehen. Jetzt wird es wohl ernst, sagte Yamato in die Stille hinein. Wir müssen aufpassen, da Ginomon uns nicht erwischt. Die Treppe war nicht so lang wie die vorherige. Als sie endlich verstaubt, wie sie waren, am oberen Ende ankamen, freuten sie sich, die Sonne zu sehen. Was ja nicht bei denen der Fall sein konnte. Das Licht fiel durch die Fenster der Eingangshalle, durch die sie am vorigen Tag dieses Gebäude betreten hatten. Also musste der Tunnel ihnen länger vorgekommen sein, als er wirklich gewesen war. Wie trügerisch doch die Dunkelheit war. Yamato seufzte. Ich hatte ehrlich gedacht, dass ich die Sonne nie wiedersehen würde, murmelte er und sah Mark und Agumon an. Diese schienen ebenfalls erleichtert zu sein. Die ewige Dunkelheit war doch anstrengender gewesen, als sie sich weismachen wollten. Eieiei, erklang eine wohlbekannte Stimme, Ginomon. Der Gin schwebte hinter einer der Säulen hervor, grinste und tat in einen Finger. Das ist aber gar nicht artig, einfach so aus euren Zimmern zu verschwinden, meine Kinderlein,
sagt es. Also erinnert mich ein bisschen an Jacko. Irgendwie, ich weiß nicht. Also was ich immer der Vize-Captain von Captain Black. Das wird aber meinem Meister gar nicht gefallen. Er schnippte mit den Fingern und zwei Barkemon kamen ebenfalls hinter den Säulen hervor. Sie zogen etwas an Seilen. Es waren die anderen. Sie waren aneinander gebunden wie eine Kolonne von Gefangenen, was sie auch waren. Ayako schaute ängstlich in die Runde. Sein Eileraumon versuchte spielhaft, einem der Barkemon ins Gesicht zu spucken. Das war gar nicht so schlecht. Was dieses aber nur mit einem boshaften Lachen erwiderte. Chichiro schien das alles egal zu sein. Sie starrte gelangweilt auf die Geister. Voll wie mal der typische Launwolf. Ihr Monodramon grinste überheblich, wohingegen das Leamon von René versuchte, sich aus den Seilen zu winden, was mit einer Kopfschnur zum Barkemon bestraft wurde. Es fauchte. René warf ihm einen warnenden Blick zu. Ich habe mir erlaubt, eure Freunde ein wenig zu dressieren. Sie waren aufmüpfig, als ich sie herausbringen wollte. Und so habe ich sie eben bestrafen müssen. Meine Hände geht nicht einfach, die Genomon. Ich habe euch meine Gastfreundschaft angeboten und ihr vergeltet mir es mit Ungehorsam, fauchte der Djinn. Danach warf es einen Blick zu Mark. Dein Digi-Weiß, wenn ich bitten darf, flüsterte es. Mark verkrampfte sich und sah das Digimon einen Blick an, der eins zum Schmelzen gebracht hätte. Niemals werde ich dir mein Digi-Weiß geben, fauchte er. Genomon seufzte nur und schnippte abermals mit dem Finger. Barkemon, meinte es, wenn ich bitten darf. Eines der Barkemon kam angeschwebt, gestiegen ins Barkemon und versuchte in Marks Tasche zu greifen, wo dieser sein Digi-Weiß-Karte hatte. Agumon schob sich zwischen ihm und den Geist, was dieser mit einem Grinsen kommentierte. Willst du dich wirklich mit mir anlegen, du halbe Portion? Fragte das Digimon. Agumon nickte grimmig. Komm, mach bloß nicht zu nah, du Bettlaken! Barkemons Gesicht verzerrte sich vor Hass und es wollte eine Attacke starten, als Genomon dazwischen ging. Es seufzte wieder und sagte leise, Magic Lowers. Woraufhin sich weiße, große Handschuhe vom Markt belehrten. Meisterhand! Die anfingen ihn zu kitzeln. Er musste unglücklich loslachen, als das Kitzgefühl in der Strömte kitzelte. Was ist das denn für eine Beschreibung? Genomon lächelte sanft. Willst du mir nun endlich dein Digi-Weiß mir geben? Fragte Genomon gelangweilt. Mark keuchte und versuchte zu sprechen. Lee! Matt! Brachte er zwischen zwei Lachen heraus. Es war schrecklich, diese folgende Methode am eigenen Leibe zu erfahren. Er musste an das Mitalter denken, wo man den Folterten auf eine Streckbank gelegt, ihn gefesselt und ihm die Schuhe ausgezogen hatte. Damals hatte man ihn mit einer Daumenfeder an der empfindlichen Sohle gekitzelt. Genomon schien diese Art von Folter wohl zu lange zu finden, sonst hätte es ihn wohl erst in ein paar in seiner. Was? Genomon schien diese Art von Folter wohl zu lange zu finden, sonst hätte es ihn wohl erst in seinen persönlichen Folterkeller gebracht. Oh, diese Rechtschreibung, ne? Und gerade ist irgendwie mein Subwoofer scheiße gedreht. So. Es dauerte ganze 5 Minuten, bis der Genomon zu langweilig wurde und es die Handschuhe verschwinden ließ. Nun gut, wenn es nicht anders geht, muss man wohl kurz anfangen, doch dann ertönte eine Stimme. Pellet Fire! Es war Gabumon, das sich leise an Genomon hereingeschlichen hatte, um es von der Seite her anzugreifen. Doch der Djinn saß in der letzten Sekunde und brachte sich mit einem Schlenker in seine wabernde Gestalt in Sicherheit. Die Flamme traf Barkemon, das einen erschrockenen Schrei ausstieß und nach hinten gegen eine der Säulen flog. Yamato kam zu Mark geeilt und stellte sich neben ihn. Gib unsere Freunde frei, rief er zu Genomon, denn das nur auflachte. Einen schönen Mist werde ich tun, rief es ärgerlich und schwoll bedrohlich an. Jetzt habt ihr es mit meiner Gastfreundschaft zu weit getrieben. Mich, Genomon, anzugreifen, wagt ihr nicht mehr, schrie der Djinn. Das Barkemon, welche Chichiro und die anderen bewachte, passte einmal nicht auf. Auf diesen Augenblick hatte Monotramon gewartet. Mit einer einzigen Kraftaufwendung zerriss es sich fesseln. Überrascht sah das Barkemon zu ihnen, konnte aber nicht rechtzeitig reagieren, als auch Shimono und Hamon angriffen. Blue Fire!
rief es, und ein blauer Feuerstrahl kam aus seinem Maul, der Barkamon gegen die Tür krachen ließ, die quietschend ein Stück nach außen aufging. Beide Barkamon waren außer Gefecht gesetzt, aber ein Gegner hatten sie noch vor sich. Genomon, das jetzt mit Wut verzerrtem Gesicht vor ihnen stand und sie anfunkelte. Es strömte eine beängstigende Aura aus, die so intensiv war, dass sogar Agumon zusammenzuckte. Das Gefühl war unheimlich, fand Mark. Ich werde euch allesamt auslöschen. Es ist mir egal, was Ex-Archeemon da mit mir macht. Wer sich mit mir anlegt, der muss sterben. Keiner kommt Genomon ungestraft davon, brüllte Genomon und startete eine Attacke. Blue Destruction, rief es, und eine ungeheure Energiemasse kam aus seinem Körper geschossen, die sich nach allen Seiten ausbreitete. Einige Strahlen trafen die Säulen, die die Decke trugen. Der Stein löste sich in Datenreste auf. Agumon sowie alle Ramon wurden von einem der Energien getroffen und flogen gegen die Wand und die Tür. Agumon! Schrie Mark und duckte sich unter der Attacke von Genomon hinweg. Er rannte auf seinen Partner hin, der still auf dem Boden gegen die Tür gelehnt da lag. Agumon hatte ein paar Cuts abbekommen, aber schien schwächer zu werden. Genomon lachte auf. Es schien größer zu werden, als sauge es Energie ab. Da begriff Mark, dass der Feind sich von den Energien der Digimon näherte. Wir müssen hier raus, schrie er. Die anderen ließen sich das nicht zweimal sagen und nahmen ihre Digimon entweder bei der Hand oder trugen es. Bleibt hier! Ich habe noch lange nicht mit euch abgerechnet, brüllte Genomon voller Zorn. René aber war schon als erster an der Tür und stieß sie auf. Alle traten in den Sonnenschein, der sie blendete. Man hörte von drinnen Geschrei und Gebrülle und die Digiräder sprangen ein Stück nach hinten. Alle machten sich zum Kampf bereit. Mark dachte, entweder wir besiegen den Genomon oder wir sterben. Agumon vor ihm baute sich schützend auf und blickte entschlossen auf die Tür, wo sich langsam der Schemen von Genomon aus dieser schälte. Es schäumte förmlich über vor Wut. Die Luft unter dem Rumpf waberte hin und her und schien der Wut noch mehr Ausdruck verleihen zu wollen. Die Digimon der Kinder spannten all ihre Muskeln an. Es würde es um ihr Leben gehen. Sie durften auf gar keinen Fall verlieren. Ihr wollt also kämpfen? Fragte Genomon höhnisch und lachte. Ich werde euch allesamt platt machen, schrie es und stürmte vor. Agumon war zuerst vor Genomon und schrie: Baby Flame! Die Flamme flog auf Genomon zu, aber der Gegner wich einfach aus. Das Feuer breitete gegen die Mauer des Gebäudes, wo sie eine rußgeschwärzte Stelle zurückließ. Mit einer Handbewegung, als würde Genomon eine lästige Fliege beiseite schlagen, wischte es Agumon einfach weg. Das Ding und Digimon flog gegen den nächsten Baum und stöhnte auf. Mark kam zu ihm gelaufen. Verdammt, das ist schon das zweite Mal, dass ich mir fast alle Knochen breche heute, ächzte Agumon. Alle Raumon sprang vor und versuchte ebenfalls Genomon etwas anzuhaben. Nemesis Ivy! Rief es und ließ seine Ranken ausfahren, die sich um Genomon schlugen. Dieses aber streifte es mit einer lästigen Handbewegung ab. Kurz darauf folgte alle Raumon und landete neben Agumon. Ayako rief erschrocken auf und wollte zu alle Raumon, doch Genomon packte ihn bei der Hüfte und hob ihn hoch. Du kleiner Wicht wirst als erstes dran glauben, fauchte Genomon. Nein! Schrie Ayako und wandte sich im Griff des Monsters. Genomon aber lachte nur und wollte ihn schon erdrücken, als Ayakos Digi-Weiß aufleuchtete. Kurz darauf leuchtete auch Alraumon auf. Alraumon! Shinka! Wutmon! Rief Alraumon und vollzog die Erdlord Shinka. Vor Genomon stand nun ein Digimon, das wie ein Baumstumpf aussah. Es sah mit entschlossenen Blicken den Augen Genomon an, das große Augen machte. Es ist digitiert, flüsterte es und ließ Ayako fallen. Leomon sprang vor und fing die Nungen auf, der dankbar Leomon ansah. Vielen Dank, flüsterte er und stand auf. Schnell rannte er zu René und den anderen hinüber. Woodmon grinste, als bei seinem Aussehen verdammt komisch aussah, und stellte sich breitbeinig hin. Mein Baumstumpf, hatte ich aber Angst, spöttete Genomon und griff abermals an. Magic Lowers! Genomon machte große Augen. Rief es, und seine magisch erschaffenen Handschuhe hoben Woodmon hoch. Jedenfalls versuchten sie es. Genomon machte große Augen, als sich sein Gegner kein Millimeter in die Luft hob. Es war im Boden verwachsen. Woodmon grinste noch breiter und sagte: Na, da hast du dir es aber schlecht gekratzt, was?
Das Ransom Digimon lachte und entwurzelte sich dann wieder. Mit einem Wisch mit den Armen segelten die Handschuhe davon und verschwand mit einem Plop. Nun machte Woodmon sich ebenfalls bereit für eine Attacke. Wood-Dance! Rief es und drehte sich im Kreis. Seine Beine kamen immer näher, das vor Angst erstarrte Genomon konnte sich nicht rühren und wurde von der Attacke frontal an der Brust erwischt. Das Geister Digimon stieß einen spitzen Schrei aus und torkelte nach hinten. Es hielt sich an den Bauch, Splitter von Woodmon steckten in ihm. Dieses ging ein Stück zurück und rief den anderen zu: Jetzt, Freunde, machen wir dem Kerl den Chaos! Sofort kamen Agumon, Gabumon, Monotramon und Leomon angelaufen und griffen alle gleichzeitig an. Baby Flame, Padded Fire, Clawdent, Might of the Nature, Lion Claw. So vielen Attacken konnte Genomon nicht mehr widerstehen. Es wurde getroffen und ging zu Boden. Dort blieb es liegen und schluchzte vor sich hin. Verdammt, flüsterte es. Ich wollte doch nur ein wenig Anerkennung. Verdammt! Dann wurde es bewusstlos. Nach einigen Minuten Schweigens, in dem auch Woodmon zu Alraumon zurückdigitiert war, sagte Ayako: Danke, euch allen. Ohne euch hätte Woodmon Genomon nie schlagen können. Mark grinste und erwiderte: Freunden hilft man denn nicht, stimmt's, Yamato? Yamato grinste ebenfalls. Na Logo! So. Danach kamen weitere Minuten der Stille, als Leomon meinte: Wie sollen wir von hier verschwinden, bevor der Jin wieder aufwacht? Mark nickte und alle stimmten zu. Sie mussten weg, wenn Genomon zu sich kam, würde es wohl einen Trupp Digimon hinter sich losschicken. Und es bleibt wohl nichts anderes übrig, als durch den Sumpf zu warten, meinte René. Mark und die anderen waren zwar nicht gerade begeistert, aber was getan werden musste, muss getan werden. So, das war Kapitel 6. Ich fand das gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Was, glaube ich, daran liegt, dass das Kapitel ungefähr 4-5 Jahre, nachdem ich die ersten geschrieben habe, geschrieben wurde. Man merkt schon, dass ich da eindeutig besser war, auch mit Storytelling und bla bla bla. Also in allen ist die Geschichte natürlich totaler Schrott. Es kommt nur noch Kapitel 7 und dann haben wir es durch und das Kapitel 7 ist auch nicht allzu lange. Ja, freut dich aufs Ende und dann kommt auch schon eine andere Story. Oh Gott, ich habe nur 1,5 Stunden Zeit zum Aufnehmen. Scheiße. Naja, gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Read Digimon New Generation. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.